Ja, liebe Shanti, herzlich willkommen zum Interview. Wir kennen uns noch nicht und deswegen ist es für mich gut, wenn ich mal so ein paar grundsätzliche Sachen frage. Also ich habe ja gehört, dass du auf der einen Seite Psychologe bist und auf der anderen Seite gibst du Satsangs. Wie verträgt sich das? Das sind ja zwei ganz verschiedene Richtungen oder verschiedene Ebenen, sagen wir es mal so. Wie verträgt sich das und wie schaut bei dir ein Satsang überhaupt aus? Es verträgt sich ungefähr so wie die zwei Kulturen, die in mir sind. Ich bin ja halb Deutscher, halb Inder. Eurasier, der Begriff gefällt mir ganz gut. Und wenn man mich anschaut, glaube ich, sieht man, dass sich das verträgt. Die westliche Kultur und die östliche Philosophie. Psychologie ist der westliche Versuch, die Seele zu erforschen. Ich sage ganz bewusst Versuch, weil es noch eine sehr junge Disziplin ist und weil sie noch nicht sehr weit ist. Satsang hat sich entwickelt aus dem indischen Versuch, der den ganz eindeutigen Vorteil hat, dass er schon seit fast 7000 Jahren läuft. Also gegen die paar hundert Jahre, die wir jetzt hier haben mit der Psychologie und 7000 Jahre Erfahrung in Indien, da ist dann klar, wer mehr weiß über die Seele, wer mehr Einblick hat. Und deshalb habe ich zur westlichen Psychologie die östliche Philosophie dazugenommen und habe entdeckt, dass sie um so viel tiefer geht, um so viel mehr Überblick hat, dass ich immer mehr dazu übergehe, nur noch Advaita Vedanta zu machen. Ich sage, ich gehe über dazu, aber ich hole natürlich die Menschen dort ab, wo sie stehen. Es kommen auch Leute zu mir in die Praxis. Da mache ich ganz normale psychologische Sachen, westliche Psychologie oder schamanistische Sachen, weil ich ja auch schamanisch ausgebildet bin. Diesen Werkzeugkasten habe ich. Aber Satsang ist die Königsdisziplin nicht nur für mich, sondern ich finde, sie ist es in der Therapie generell. Satsang heißt im Idealfall, dass jemand, der sich selbst wirklich erkannt hat, der sich selbst auch verwirklicht hat, nach dem Erkennen, der also so authentisch wie möglich ist, in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, dass dieser Mensch sich mit anderen zusammensetzt. Satsanga heißt ja die Gemeinschaft mit der Wahrheit. Und in dieser Gemeinschaft entsteht eine Magie, eine Energie und eine Gnade, die jeglichen therapeutischen Ansatz ad absurdum führt. Im Satsang wird klar, dass niemand Therapie braucht. Das klingt sehr vermessen, wenn man nicht gerade im Satsang sitzt. Wenn man aus dem Verstand heraus das betrachtet, scheint es so, als würde ich da jetzt was sagen, was gar nicht geht. Weil Generationen von Therapeuten geben ihr Bestes und jetzt kommt einer daher und sagt, Therapie ist nicht notwendig. Aber das ist Satsang, zu erkennen, dass jeder Mensch, so wie er ist, vollkommen ist. Wie führst du einen Menschen dahin, dass er sich erkennt? Indem ich ihn so sehe, wie er wirklich ist, nämlich vollkommen. Das weckt in ihm das Bewusstsein, dass er wirklich vollkommen ist. Aber dieses Erwecken, was man ja auch Erwachen nennt, hat seine Widerstände im Verstand. Im Verstand desjenigen, der erwacht.
Weil Jahrhunderte oder auch Jahrtausende von Konditionierung, also ich gehe von der Reinkarnation aus, dem Erwachen entgegenstehen. Also dass jemand sagt, juhu, ich habe es erkannt, ich bin vollkommen, das ist ein punktueller Prozess. Das passiert mal vorübergehend. Und danach kommt der Verstand, schaltet sich ein und sagt, das kann nicht sein. Ich bin noch so, so und so, habe die Schwächen und habe die Ziele noch nicht erreicht und so weiter. Also das ist das, was dem Erwachen entgegensteht, dass derjenige immer wieder im Verstand sieht, ich habe ja das nicht erreicht und dieses nicht erreicht und das kann gar nicht sein. Mhm. Der Zweifel an der eigenen Vollkommenheit. Und zwar nicht an einer Vorstellung von Vollkommenheit. Das schafft der Verstand schon sogar ab und zu und vorübergehend, was dann sehr gruselig werden kann. Wenn jemand denkt, er sei vollkommen, ist es, hat es aber nicht erkannt, dass es wirklich so ist. Dieses wirkliche Erkennen, dass es die Wahrheit ist, dass nichts verkehrt ist und dass alles wunderbar ist, darum geht's. Und das will der Verstand nicht wirklich, weil dann hat er ja nichts mehr zum Denken. Dann hat er nichts mehr zum Planen, zum Taktieren, zum Erreichen, Wünsche erreichen, Wünsche, Ziele verfolgen. Ich denke mal, die Menschen kommen ja aus ganz verschiedenen Gründen zu dir. Was sind hauptsächlich diese Gründe? Und ist da ein Leidensdruck da, wie man es ja in der Psychologie nennt, ein Leidensdruck, oder ist es ganz unterschiedlich? Ganz unterschiedlich. Manche kommen, weil sie es interessiert, weil sie gehört haben, hey, das ist spannend, da musst du mal hin. Manche kommen, weil sie wirklich einen Leidensdruck haben. Es gibt alle Gründe. Manche kommen nur einer Freundin zuliebe mit, damit die nicht allein hingehen muss. Sowas hatte ich auch schon. Und sind dann ganz ergriffen. Also das Leben findet die Wege, wie die Menschen hierher kommen. Genau, es ist ja eigentlich meistens nicht so durchsichtig, weshalb man dann plötzlich hier sitzt. Man sitzt halt plötzlich da. Das Leben hat einen geführt und man sitzt plötzlich da. Jetzt hast du selber eigentlich einen christlichen Hintergrund auch, also du wurdest ja, glaube ich, getauft, das habe ich gelesen. Mhm. Wie ist es für dich, die meisten sind ja hier getauft und sind Christen oder christlich erzogen, weshalb ist es eigentlich so schwierig, in der christlichen, für die Christen diesen Weg zu gehen? Oder gibt es solche, die den gehen? Oder wie kann man das kombinieren? Wie machst du das? Es ist nicht schwierig, den christlichen Weg zu gehen. Ich bin ihn gegangen und ich bin ihn auch trotz der bestehenden, ich sage jetzt mal netterweise unvollständigen Informationen gegangen. Man findet schon Informationen, wenn man sucht. Und ich meine Informationen über den mystischen christlichen Weg. Weil es gibt immer den exoterischen und den esoterischen Weg. Der exoterische wäre im christlichen Bereich, dass man in die Kirche geht, die Rituale mitmacht, die Hostie empfängt, dann wieder nach Hause geht und alles so macht wie vorher. Der mystische Weg ist, oder auch der esoterische Weg, und damit meine ich nicht Esoterik, wie sie vermarktet wird auf ESO-Messen, sondern wirkliche Esoterik im Sinne von Esoteros, der innere Kreis. Die Geheimlehren waren das ja früher. Heute wird eine Geheimlehre im Esoterik-Büchershop auch vermarktet. Aber es ist immer noch schwer, sie wirklich zu verstehen. Mystisch heißt, dass man die Lehren eines großen Erleuchteten wirklich befolgt und ganz allein diesen Weg geht. Nicht mehr in der Gruppe, sondern wirklich demjenigen nachfolgt, wie Jesus gesagt hat, folget mir nach. Er hat nicht gesagt, geht in die Kirche, sondern folget mir nach. Und das ist für mich der christliche Weg auch gewesen. Und der führt zur Gotterkenntnis, zwangsläufig, für jeden,
wenn er es wirklich macht. Kannst du es nochmal sagen, wie das genau gehen würde auf dem christlichen Weg? Der christliche Weg ist ein Weg, der sehr viel damit zu tun hat, sich Gott hinzugeben, Gott zu lieben. Und mag das am Anfang auch ein Bild sein, eine Vorstellung. So, mein Bild war die eines großen göttlichen Vaters, der über allem wacht. Der saß zwar nicht auf einer Wolke, aber er war schon irgendwo weit weg, hat mich aber gesehen. Das war die Vorstellung. Damit kann man anfangen. Und dann betet man zu diesem Gott. Das ist sehr wichtig. Beten, Hingabe, das ist eigentlich schon alles. Mehr muss man nicht tun. Wenn man will, kann man dann noch die Lehre von Jesus berücksichtigen, nämlich Gutes zu tun. Das kommt zwangsläufig dazu irgendwann, das muss man gar nicht forcieren. Wichtig ist, dass man erstmal Kontakt zu dieser göttlichen Kraft aufnimmt. Und dann geht alles von selbst. Das muss man aber jeden Tag machen. Also das mit dem Gebet ist die wichtigste Sache im christlichen Bereich. Eine banale Frage, was heißt Gutes tun? Gutes tun fängt man auch da an, wo man glaubt, was gut ist und was schlecht ist. Natürlich ist es am Anfang noch eine moralische Geschichte. Aber selbst die Moral mit all ihren Beschränkungen und Unvollkommenheiten weist schon auf etwas Wahres hin. Es ist meistens so, dass die Moral dahin deutet, wo es lang geht. Sie deutet sehr selten davon weg. Sie sagt ja, Treue ist wichtig zum Beispiel, Anstand, Ehre, Gutes tun, dass jemand gut geht und nicht, dass jemand schlecht geht. Das sind schon ganz gute Wegweiser für den Anfang. Wenn man fortgeschritten ist, entdeckt man, dass Moral ihre Grenzen hat und dass man sie transzendieren muss. Dass es etwas Gutes gibt, was jenseits der Moral existiert, was zeitübergreifend ist, auch kulturübergreifend. Was bedeutet es, wenn es mir nicht gelingt, nicht glückt, Gutes zu tun, immer wieder mal? Was bedeutet das? Hat das eine Bedeutung? Inwiefern gelingt es dir nicht? Ja, immer wieder einfach, ich übersehe etwas oder ich lasse mich durch etwas verleiten. Du tust es dann nicht. Mhm. Ja. Und dann hast du andere Wünsche, die dem entgegenstehen. Mhm. Zum Beispiel könnte man den Wunsch haben, mächtig zu werden oder gut dazustehen. Und dann würde man etwas nicht tun, auch wenn man weiß, es ist gut. So wie Petrus Jesus sogar verleugnet hat, weil er Angst hatte, verhaftet und hingerichtet zu werden. Gutes Beispiel. Sorry, das ist, nein, das ist natürlich ein gut, hartes Beispiel. Aber weil ja die, wir kennen ja die Bibel, mehr oder weniger alle. Ja, und es ist, wir haben uns, oder ich weiß von mir selber, ich habe mich wirklich viele Jahre distanziert von der Bibel und bin dann nach Indien gegangen und so weiter. Also, und es war für mich auch wichtig, mich zu distanzieren, und ich freue mich jetzt auch, wieder ein wenig zurückzukommen und diese sehen, dass diese Gleichnisse und diese Bilder sehr stark sind und dass die auch für mich eine Bedeutung haben können. Ja, das war die christliche Seite. Wie sieht es denn aus, dieser ganze Hintergrund Indien, 7000 Jahre spirituelle, religiöse Entwicklung, die man spürt, wenn man nach Indien kommt? Das ist sofort spürbar. Und das ist das, was mich auch so stark dahin gezogen hat, was ich wunderbar finde, jedes Mal, wenn ich dahin komme, was ich sehr genieße. Einfach, weil ich mich ein bisschen ausruhen kann. Keine Ahnung, es ist so entspannend irgendwie. Ja, und wie ist das, wie wendest du das an, oder was ist für dich da wichtig? Welche Götter oder welche Meister sind wichtig für dich? Oder welche spirituellen Lehrer waren wichtig für dich? Vielleicht kannst du dich auf das konzentrieren, was für dich wirklich entscheidend war. Und was trägst du weiter jetzt in einer Tradition, die du weitergibst an die Leute, an die Menschen, die zu dir kommen?
Das ist eine sehr große Frage. So groß wie Indien. Im Grunde so groß wie der eurasische Kontinent. Weil ich ja hier gestartet bin und zuerst nach dem christlichen Weg zum Schamanismus gekommen bin. Das ist jetzt die Überleitung, ohne die geht's nicht. Ich im Schamanismus erwacht bin und im Schamanismus dann die Botschaft kam, jetzt ist es reif, dass du deine indischen Wurzeln erkundest und dir die auch wiederholst. Weil ich wusste gar nicht, dass meine Familie so spirituell ist. Mein Vater hat da nie ein großes Aufhebens gemacht. Er hat nur gesagt, wir sind Saraswat-Brahmanen. Da war er schon stolz drauf, aber was das bedeutet, war mir nicht klar. Dass wir die Spezialisten für Advaita Vedanta sind, zum Beispiel, unsere Sippe, war mir nicht klar. Ich habe mich dem wirklich ganz natürlich genähert, nicht aus der Tradition heraus, sondern durch das Erwachen und das ganz pure Erkennen, was die Wirklichkeit ist. Da wusste ich weder was von Advaita, noch von indischen Brahmanen, gar nichts. Und dann kam die Information, wende dich Gangaji zu. Sie begegnete mir in ihrem Buch, du bist das. Und ich habe mich sofort in ihr Foto verliebt. Und ich wusste, da ist was, was neu ist für mich. Das habe ich noch nie gesehen. Aus diesem Gesicht leuchtet die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, die ich bin. Das war mir sofort klar. Es ist nicht ihre Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit. Also bin auch ich das. Und dem bin ich wirklich dann konsequent nachgegangen, habe das Buch 4 Jahre lang gelesen. Das klingt komisch, weil es nur so dünn ist. Aber man kann das Buch jeden Tag nehmen und wie Sutren, das sind ja eigentlich moderne Sutren, die da drin stehen. Nahrung für das Sein. Ich habe getrunken aus diesem Buch und es wurde mir immer klarer, das ist noch wahrer als das, was ich im christlichen Kontext erfahren habe. Es geht noch weiter. Nicht, dass Jesus nicht die Wahrheit gesagt hat, aber das, was daraus gemacht wurde, war nicht so klar wie das, was da stand, in diesem Buch. Und dann war mir klar, ich muss Menschen treffen, die so verwirklicht sind wie Gangaji. Und dann habe ich die getroffen, habe die gesucht, Samapan getroffen, Gangaji. Bin dann nach Indien und habe mir gedacht, jetzt suchst du mal einen indischen Meister noch. Den besten Guru, den es gibt, wollte ich finden. Und dann kam ich auf Ramana Maharshi. Und obwohl der physisch nicht mehr gelebt hat, in seinen Ashram zu gehen und den Berg Arunachala zu begegnen, das wahrer weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch geht. Wahrscheinlich gibt es immer noch Überraschungen, aber das ist unglaublich. Indien in seiner tiefsten Form. Dann Osho. Osho bin ich dann noch begegnet. Und das sind einfach lebende Meister. Auch wenn sie physisch nicht mehr da sind, sind sie immer noch lebend. Genauso wie Jesus lebend ist. Wenn man sich nicht an die Bibel klammert und sich nicht von Priestern ablenken lässt, sondern direkt mit Jesus in Kontakt tritt, dann kann man ihn ganz lebendig spüren. Ich rate niemanden ab, davon in die Kirche zu gehen, aber ich ermutige die Leute, direkt Kontakt aufzunehmen mit den Meistern und die Priesterschaft mal versuchsweise beiseite zu lassen. Wird schwierig sein. Ich lebe in einem kleinen bayerischen Dorf und ich gehe da auch ab und zu in der Kirche und das ist auch schön, aber ich merke, dass die Menschen, wenn ich ihnen sage, wieso nicht direkt Kontakt aufnehmen, was mir auch klar ist, es macht ihnen einfach Angst. Mhm. Das, ich weiß nicht, was das genau ist. Wahrscheinlich die Power. Wenn man direkt Kontakt aufnehmen würde. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung.
Gibt es sonst noch was zu sagen zu Indien oder zu diesen 7000 Jahren, die mich sehr beeindrucken? Das ist eine Ewigkeit, eine halbe. Es gibt viel zu sagen, natürlich. So, meine Familie ist ja nachgewiesenerweise zurückverfolgbar bis zu diesen Rishis. Deswegen hat mich das besonders interessiert, was diese Rishis eigentlich sind. Und das sind einfach erleuchtete Menschen gewesen, die damals auf ihre Art und Weise versucht haben, herauszufinden, wie das Leben lebenswert ist und was wirklich, wirklich ist. Und sie haben diese Tradition auch familiär weitergegeben. Und das ist ein Unterschied zum Westen. Hier wird es ja nicht familiär weitergegeben, weil die Priester ja nicht heiraten und auch nicht erleuchtet sind oft, mal ganz nebenbei gesagt. Auch in Indien sind natürlich nicht alle erleuchtet, aber es wird sehr schnell anerkannt, wenn jemand verwirklicht ist in Indien. Da wird nicht so geprüft und so in Zweifel gezogen oder lächerlich gemacht wie im Westen, sondern da wird sofort mit Respekt erkannt, der, von dem möchte ich was lernen, der hat es geschnallt. Und viele von denen haben früher Familien gegründet und haben das auch genetisch weitergegeben. Das kann man auch genetisch weitergeben, nicht nur geistig. Und ich fange jetzt gerade wieder damit an. Ich finde, es ist wichtig, dass wir wieder damit anfangen, nicht nur geistig die Erleuchtung weiterzugeben, sondern Familien zu gründen und es auch physisch weiterzugeben. Wir unterschätzen das. Deswegen funktioniert es auch in unseren Familien nicht mehr so, weil es wird die Spiritualität aus den Familien ausgeklammert. Wenn jemand wirklich spirituell war früher, dann ist er ins Kloster gegangen oder er hat so irgendwie keine Familie gegründet, weil er Angst hatte, es würde ihn ablenken. Und ich bin der Meinung, wir sind jetzt wieder so weit, dass wir es schaffen können, nicht abgelenkt zu werden dadurch. Und den Kindern tut es so gut, wenn sie mit Leuten zusammen sind, die wach sind. Die sie wirklich verstehen können, weil Kinder sind ja auch noch wach. Und die Kommunikation zwischen den Kindern und den Erwachsenen funktioniert um so viel besser, wenn Erwachsene wieder kindlich werden. Und zwar nicht im Sinne von lächerlich kindlich, sondern wirklich kindlich. Die Sicht eines Kindes entwickeln. Das hat Jesus übrigens auch schon gesagt, wie wir aus der Bibel erfahren können. Werdet wie die Kinder. Das ist ein ganz großer Schlüssel.